Und damit herzlich willkommen und grüßt euch zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal, und zwar heute eine weitere Folge Black Ops 3, und zwar warum ich gerade dieses Gameplay hier oder dieses Live-Gameplay zeige. Ganz einfach. Es ist von einem kleinen Jungen erspielt, oder der spielt halt gerade, gegen seinen Bruder oder gegen zwei Freunde, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall seht ihr schon, wie ekelhaft die zocken und wie schlecht sie sind. Es soll kein Hate-Video sein, ganz ehrlich, aber... Ja, und dann wurden wir eben, als wir beitreten wollten und dem Pete mal zeigen wollten, wie vernünftige Spieler spielen. Es soll jetzt auch nicht heißen, dass wir krass sind oder so, aber wir sind schon keine schlechten Spieler. Und ja, da sieht man auch schon wieder, nee, die können gar nicht so. Da fühlt Pete, ich sag jetzt mal nicht seinen echten Namen, sich einfach nur sehr im Vorteil. Und das, finde ich, muss gegen neue Spieler nicht sein. Also die so, ne, was heißt so zu zerstören, Pete ist halt auch schlecht, ne, aber es ist halt einfach, ja, da stand da gerade, Hex wahrscheinlich aktiviert, damit er nicht so scheiße ist, so. Und guck mal, da gammeln die schon wieder bei dem Haus. Was ist das? Das, nee. Das würde es bei... Guck mal, er schießt in eine Ecke. Das ist sowas... Guck mal, ich würde die so pushen und der... Guck mal, er hat wahrscheinlich nicht mal Strahldämpfer drin, weil die sehen, wo er hinspringt. Es ist... Und dann spielt er Vespa und das sind einfach Waffen, die kann man zwar im 1 gegen 1 zocken, aber Vespa Shotgun muss nicht sein im 1 gegen 1. Jetzt hier Spezialisten natürlich auch im lokalen Spiel. Natürlich zocken sie auch bis fast 200 Kills gerade schon, ne? Also das muss natürlich auch sein, und die Gegner sind natürlich grottenschlecht. Sieht man hier. Also ich weiß ja nicht, aber ich hätte da, glaube ich, keinen Tod reingekriegt, so wie die spielen. Also auf jeden Fall hänge ich gleich noch ein Gameplay oder ein 1-on-1 von uns hinterher. Bis gleich, haut rein. Und da sind wir auch schon in unserem Live-Gameplay. Und zwar war das eine 22er Gunstreak in TDM auf Breach mit der KN erspielt. Ihr seht auch schon, ich bin auch Level up geworden. Und zwar habe ich zweimal Hater erreicht. Und dann wurde ich aus der Lobby gekickt. Dann haben mich auch zwei Deutsche angeschrieben noch. Ihr werdet auch am Ende sehen, ich habe noch alles gespammt, was ging. Es hat nichts mehr funktioniert. Es hat so geleckt. Auf jeden Fall habe ich hier gegen Deutsche gespielt mit HPTC im Clan Tag, was echt nicht einfach war in einigen Momenten. Zum Beispiel der war echt nicht schlecht, aber gerade jetzt sind Noob Lobbys da. Das soll eigentlich dieses Video auch zeigen, denn Black Ops 3 ist zurzeit gratis. Also wenn ihr gute Gameplays erspielen wollt oder wenn ihr unbedingt Nukleares erschwitzen wollt, denn tut dies jetzt. Denn gerade jetzt sind halt die Noobs da. Hier seht ihr auch schon, erster Hater ist schon mal da. Wir hören uns einfach am Ende nochmal. Bis gleich, haut rein. So, und gleich wird das Game auch stoppen. Den Kill mache ich noch. Einen noch, dann wird das Game stoppen. Ich kann nur noch Tab drücken. Ihr seht das Ergebnis. Und auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.